Hallo und herzlich willkommen zu Tag 42 meines veganen Tagebuchs. Jetzt ist auch Tag 15 meiner Hartz-IV-Challenge. Das heißt, wir haben jetzt Halbzeit und ich werde am Ende der zweiten Woche auch nochmal eine kurze Analyse machen über die zweite Woche an sich. Und werde aber nach der dritten Woche keine Analyse mehr machen, sondern erst dann am Ende der Challenge, um dann auch mir vielleicht den ein oder anderen Überraschungseffekt da vorzubehalten. Und ansonsten war gestern nun das Thema B12 und wurde dann in Foren wieder aufmerksam gemacht, dass da meine Logik nicht so ganz stimmt. Und zwar kann ich nicht sagen, ich nehme so und so viel Mikrogramm B12 zu mir und das habe ich dann aufgenommen, sondern der Körper nimmt nur einen Bruchteil dessen, was man einführt an B12 auch wirklich auf. Und entsprechend war dann so die Empfehlung, dass ich nicht 100 Mikrogramm nehme, sondern 200 Mikrogramm. Und das heißt, dass dann Kosten nicht von 2 Cent pro Tag, sondern von 4 Cent pro Tag. Und das werde ich jetzt machen. Ich werde die Tablette sozusagen in 5 Teile teilen und 200 Mikrogramm B12 zu mir nehmen. Damit ist das Thema dann hoffentlich für mich abgeschlossen, außer ich erfahre jetzt noch irgendwas. Aber ansonsten auch das Präparat, was ich gekauft habe von Jero, ist in einigen Tests Testsieger geworden und entsprechend bin ich da auch auf der guten Seite. Des Weiteren hat mich gestern auf YouTube in meinem Rezept für die veganen Schnitzel jemand darauf aufmerksam gemacht, dass Worcestersoße nicht vegan ist. Hat aber auch von euch keiner gesagt, die jetzt hier mir zuschauen und wo ich das Rezept gemacht habe, diese veganen Schnitzel, und auch wo das schon zweimal auf meinem Tagesplan stand, kam keiner an, und ich gehe davon aus, dass ihr einfach die erfahrenen Veganer seid, weil ich bin erst seit 41 Tagen im Business und vorher habe ich ja überhaupt nichts mit veganer Hut gehabt und habe ja gedacht, Worcestersoße, Sojasoße und Soße, vegan, aber nee, ist nicht. Also da sind Sardellen drin und entsprechend war ich total überrascht und habe mich geärgert, so weil ja dieses, ich finde das total vegan, gefühlsmäßig, aber ich habe ja dann doch ein paar Gramm wahrscheinlich Sardellen dann zu mir genommen und das ist nicht in Ordnung. Und und deswegen, ich muss mich einfach zwingen, die Sachen, die ich früher normal gegessen habe und wo ich davon ausgehe, dass sie vegan sind, nochmal zu verifizieren, nochmal genau drauf zu schauen, ist da auch wirklich nichts drin vom Tier. Und Worcestersoße fliegt jetzt von meinem Speiseplan. Und okay, des Weiteren zu dem Salzgehalt, da ist immer ein bisschen weniger. Ich habe gestern seit langem mal wieder Nudeln gegessen. Nudeln verzichte ich eigentlich komplett, außer auf Maisnudeln und auf Reisnudeln, die ja glutenfrei sind. Aber gestern habe ich mir ganz normale Nudeln gekauft und auch gegessen. Und zwar hatte ich gestern einfach wirklich großen Appetit darauf, auf richtig normale Nudeln. Und da es ja 100% vegan ist und ich habe jetzt keine Eiernudeln genommen, sondern halt wirklich Hartweizengrieß 100%. Und habe ich dann gestern das erste Mal wieder Nudeln gegessen, so normale Nudeln. Und das hat einfach total Appetit und habe es auch gegessen und war auch gut. Aber ich habe sie total versalzen. Ich habe ja längere Zeit keine Nudeln mehr gemacht und habe da ordentlich eine Hand drauf gemacht und die Nudeln scheinen das Salz viel besser aufzunehmen als die Kartoffeln und entsprechend war das gestern sehr salzig und ich muss mir um meinen Salzhaushalt wahrscheinlich die nächsten 3 Jahre keine Sorgen machen. Das nochmal vorweg. Wir kommen jetzt auch gleich zur Analyse des Tages. So, Tag 14. Früh bzw. Mittag, meine Mahlzeiten haben sich etwas nach hinten verschoben seit 2-3 Tagen. Gab es ganz normal einen Smoothie, auch wie gesagt Grünkohl, alles was normal auch drin ist und die Reste, die angefallen sind, hier im Haushalt und nichts Spektakuläres. Nachmittags dann eben diese Nudel-Blumenkohlpfanne, gibt es auch nicht groß was zu sagen, außer dass ich wieder mit Kokosöl angebraten habe, was geschmacklich wirklich einen Unterschied macht im Gegensatz zu dem Bio-Sonnenblumenöl. Und das ist natürlich etwas preisintensiver, man braucht aber nicht so viel und der Geschmack kommt auf jeden Fall auch durch. Und Mandeln mache ich halt auch mal rein, das ist so ein bisschen so ein crunchy Effekt, wenn man das Ganze weicher hat, da ist immer was, wo man auch mal drauf beißt und macht es eigentlich auch immer ganz gut. Und abends habe ich dann wirklich nur noch ein paar Datteln gegessen. Weil halt auch wirklich sich so ein bisschen die Mahlzeit nach hinten verschoben haben. Ich habe früh nicht mehr ganz so viel Hunger
Und ja, entsprechend gibt es dann eigentlich fast jetzt nur noch zwei Mahlzeiten. Mal sehen, wie das jetzt die nächsten Tage wird. Insgesamt habe ich 4,22 Euro ausgegeben, ist vor, auch von dem Kontext, was wir jetzt gleich sehen werden, von der Nährstoffanalyse, auch wieder sehr, sehr zufriedenstellend für mich. Kommen wir auch gleich zu den Nährstoffen. Gestern für die 4,22 Euro wieder 2700 Kalorien zu mir genommen, was auch wieder etwas zu viel ist, aber naja. Es ist halt so gewesen. Der Tag vorher war ja wieder etwas weniger. Aber ich muss ein bisschen aufpassen, ich merke das schon. Also vor drei Tagen, vor drei Tagen 3.500 Kalorien, dann gestern 2.000 und heute wieder 2.700 Kalorien. Man muss ein bisschen aufpassen. So, also Vitamine, auch wieder alles voll, Mineralstoffe alles voll. Wie gesagt, bei Natrium, also hier im Englischen Sodium, da war gestern ein ganz, ganz übler Tag mit den Nudeln. Muss ich mir keine Gedanken machen. Ja, und Proteine auch wieder 143%. Bei den Fetten, Omega 6 zu Omega 3 Verhältnis, das eigentlich immer so mein Fokus ist, neben der Gesamtfettaufnahme mit 42 Gramm, die in Ordnung ist, ist auch das Verhältnis Omega 6 zu 3 wieder im Bereich von 2 zu 1 auch optimal. Ja, gehen wir zurück. Ja, also ihr seht, auch wieder 4,22 Euro. 2700 Kalorien mit einer super ausgeglichenen Nährstoffbilanz auch wieder möglich gewesen, und das ist ja das Faszinierende. Ich habe ja seit dem ersten Tag im Endeffekt fast jeden Tag alle Vitamine, alle Mineralstoffe und alle Proteine, ohne dass ich mich vorher informiert habe und gesagt habe, okay, du musst jetzt noch ein bisschen was von dem essen, damit auch noch Vitamin E und so weiter, sondern ich habe einfach nur drauf losgegessen und es ist alles total ausgeglichen. Ich habe einfach nur, was ich Appetit hatte, früh ist was Frisches, ein Smoothie mit allem drum und dran, mit Gemüse und Obst und Samen und richtig schön, schon ein komplettes Package, und ja, und dann nach Lust und Laune quasi dann nachmittags und abends gegessen. Und das muss man sich mal vergegenwärtigen, dass das wirklich, wenn ich jetzt Fleisch essen würde, glaube ich nicht, dass ich pro Tag, wenn ich nicht nachdenke, auf alle Vitamine und Mineralstoffe komme. So, und von daher, ich kann das nicht nachvollziehen, dass gesagt wird, wer sich vegetarisch oder vegan ernährt, muss viel mehr genau drauf achten. Sondern ich glaube eher, die Fleischessen müssen viel mehr drauf achten. Weil ich kann mir nicht vorstellen, an normalen Fleischtagen, ich kann mal sagen, wie so ein normaler Tag früher für mich durchaus auch mal ausgesehen hat. Ich tue das jetzt auch nicht überspitzen oder übertreiben, sondern das war ein Tag, der durchaus so vorkommt. Und zwar, früh stehe ich auf, Brötchen, Mett und Zwiebeln und Senf, Salz und Pfeffer. Und ja, esse dann schon so, also 5 Brötchen meist, also 10 halbe Brötchen mit Mett. Das sind 500, 600 Gramm Mett, davon von Kalorien mal abgesehen. So, das hat mich dann auch ordentlich satt gehalten. So. Und dann mittags, also eher so dann nachmittags, habe ich mir dann was Warmes gemacht. Und das kann zum Beispiel gewesen sein, eben Nudeln zum Beispiel, habe ich oft gegessen. So eine typische China-Pfanne, Nudeln, Hähnchenfleisch, so Sojasprossen, Bambus und Röstzwiebeln oben drüber. So, und mit Sojasauce und so weiter. So, das war dann so mittags dann mein Essen. So, und abends, ja, ich habe mal was Süßes gegessen, ne? So eine Tüte Haribo oder was auch immer. So, und wenn ich diesen Tag quasi dann in der Nährstoffanalyse eingebe, das brauchen wir nicht reden, ich wüsste gar nicht, wo jetzt irgendwo Vitamine herkommen sollen. Na, Proteine bin ich ganz weit vorne, und Kohlenhydrate, was Nudeln angeht hier und so weiter. Auch total, Nudeln und Brötchen, Weizen, ganz weit vorne. So, aber kein Gemüse, bis auf die paar Sprossen, die ich wahrscheinlich totgebraten habe, und den Bambus, und kein Obst, und dann kommt noch dazu, getrunken, trinken tue ich jetzt Leitungswasser. Früher, also im Endeffekt, vor einem Monat, bevor ich vegan wurde, habe ich jetzt mit Leitungswasser angefangen, oder in einem Monat, vielleicht so zwei Wochen oder sowas, mit Leitungswasser angefangen, und vorher habe ich eigentlich quasi nur Cola und Cola Light getrunken. So, und das waren dann noch die Getränke. So, und jetzt kommt jemand und sagt, aber wenn du vegan bist, dann musst du darauf achten, was du an Nährstoffen aufnimmst. Also, das macht überhaupt keinen Sinn. Also, für mich persönlich zumindest, ne? Ich rede ja auch immer nur von mir persönlich. Ja, also von daher muss ich sagen, ist das schon faszinierend, dass ich eigentlich von Tag 1 weg meiner veganen Ernährung und insbesondere der Hartz-IV-Challenge, wo ich das auch wirklich aufgeschrieben habe, die ersten Tage vegan habe ich das ja nicht aufgeschrieben, wirklich alle Vitamine, Mineralstoffe und so weiter immer zu mir genommen. Ja, und für den Preis, viel billiger,
Es ist einfach nur wunderbar. Wir sehen uns morgen zu Tag 42 und macht's gut. Tschüssi.